Warum dir die Trennung von deinem Narzissten mindestens doppelt so schwer fällt wie eine normale Trennung und wie du deine quälenden Gedanken an ihn ausbremsen kannst, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Nach dem Aus einer normalen Beziehung hast du mit zwei Faktoren zu kämpfen. Erstens dem Verlust einer Person. Jemand ist plötzlich fort, über den du vieles, vielleicht alles musstest, auf den du eingestellt warst, der dir, wie du ihm, zumindest zu Beginn, Emotion und Liebe gab. Zweitens, dem Verlust einer Beziehung. Ja, das ist was anderes. Ihr hattet einen gemeinsamen Alltag, Rituale, habt euch gegenseitig geholfen und getragen. Eventuell gemeinsam einen Haushalt geführt, gemeinsame Verträge gehabt. Euch Aufgaben geteilt. Halt alles, was in einer guten Beziehung so anfällt. Man teilt Freuden und Aufgaben. Nach dem Aus mit einem Narzissten kommen mindestens noch zwei Faktoren hinzu, die dir die Trennung erheblich erschweren. Erstens, Verlust einer Person wie oben. Zweitens, Verlust der Beziehung wie oben. Und zusätzlich die Abhängigkeit, drittens durch den Chemiecocktail, Dopamin, Oxytocin, Cortisol. Viertens, das Traumabonding. Fünftens, jetzt lache nicht, Mutterinstinkt, zumindest unbewusst. Das ist eine Sache, die nicht nur Frauen haben können, sondern auch Männer. Was meine ich damit? Falls du um die schwierige Kindheit deines Narzissten weißt, dann weißt du auch, dass er als Kind seelisch und oder körperlich missbraucht wurde. Vielleicht hat er dir das ja erzählt. Daraus ist ja dann auch seine Persönlichkeitsstörung hervorgerufen worden. Er hatte ein tiefes Trauma in seiner Kindheit. Nun, nicht alle Menschen mit Kindheitstrauma entwickeln sich zu Narzissten. Es können weitere Persönlichkeitsstörungen entstehen, oder es können sogar auch Empathen daraus hervorgehen. Richtig sensible Menschen, die sich extrem gut in die Gefühlswelt anderer hineinversetzen können. Aber das ist hier nicht unser Thema. Gut, du weißt also, er wurde als kleines Kind misshandelt. Und nun höre ich tatsächlich meist von Klientinnen, die sagen, ich wollte ihm doch helfen, ich weiß doch, wie er als Kind gelitten hat. Ich wollte das doch mit noch mehr Liebe ausgleichen. Abgesehen davon, dass das nicht möglich ist, dieser Mensch ist nun fort. Wem sollst du deine noch mehr Liebe nun geben? Das sind Care, Fürsorgegefühle. Man könnte fast sagen Mutterinstinkte. Auch oder gerade unbewusste Programme, die da ablaufen. Ja, lach ruhig, auch ein Mann kann das haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Person ist nun weg. Du kannst diese Gefühle, Hilfe, Instinkte, noch mehr Liebe niemandem mehr geben. Du siehst also, eine Trennung von einem Narzissten ist immer viel schwerer als das Ende einer normalen Beziehung. Daraus resultiert leider auch, dass wir unsere Gedanken so leicht nicht von dieser toxischen Person lösen können. Auch wenn sie uns noch so sehr gequält hat. Narzissten wissen das übrigens. Alleine aus ihrer Erfahrung mit deren zahlreichen Beziehungen, die alle ein Ablaufdatum in dem toxischen Zyklus haben. Alleine daher wissen sie es. Sie wissen, wie es immer ausgeht. Und manchmal haben sie offene Fenster, Momente, in denen sie das sagen, und da solltest du aufmerksam zuhören, denn das ist ein Red Flag. Wie dem auch sei, wie kannst du dich zumindest ein wenig aus den fortwährend kreisenden Gedanken von ihm, ihr nach der Trennung lösen? Du denkst doch immer wieder, ach, hätte ich dieses oder jenes anders gemacht, alles wäre besser geworden. Ach, hätte ich das und das nicht gesagt, bestimmt wäre er dann noch da. Abgesehen davon, dass das falsch ist. Hier meine Tipps, die ersten Tipps, wie du ein wenig
durch das Gedankenchaos hindurchkommen kannst und es stoppen oder abmildern kannst. Und es ist ein Gedankenchaos. Auch das wissen sie, die Narzissten. Meine hat mir das am Ende auch tröstend gesagt. Ich hoffe, du kommst durch das Gedankenchaos irgendwie durch. Ich bin sehr gut durchgekommen. Aber was kannst du nun dagegen tun? Mache eine Negativliste mit all den Schrecklichkeiten deines Narzissten. Das wird bestimmt eine riesige Liste. Alles, was dir einfällt. Sätze, Worte und Verhalten. Alles, was dir wehgetan hat und was dich erniedrigt hat. Diese Liste schaust du dir immer wieder an. Immer dann vor allen Dingen, wenn du Sehnsuchtsgefühle hast. Überlege dir dann, will ich das wirklich wiederhaben? Soll so mein ganzes Leben verlaufen? Könnte ich diesem Fremdgeher und Betrüger überhaupt jemals wieder vertrauen? Verabschiede ihn aus deinem Kopf. Lege dich ruhig in einer ruhigen Minute auf die Couch, lasse Gedanken hochkommen, in denen er dich schlecht behandelt hat. Sieh dir die Szene wie in einem Film aus der Vogelperspektive an. Spüre das Gefühl, das du dabei hattest, und sage dann zu dir: Nein, das will ich nie mehr wieder haben. Lass die Emotionen ruhig nochmal zu, auch wenn ein Tränchen dabei hochkommt. Du musst verarbeiten, denn nur so wird es gehen. Du musst verarbeiten. Einfach Halligalli, Drecksau machen, bringt dich nicht weiter. Für den Moment ja, aber ansonsten bleibt es im Unterbewusstsein. Mache aber das nicht alles auf einmal, nicht, dass du alle Szenen an einem Abend oder in einer Session auf der Couch durchspielst. Immer nur eine. Die verarbeitest du. Geh so jeden Tag eine Szene durch und sage immer wieder: Nein, das will ich nie mehr wieder haben. Er ist weg und das ist gut so. Ich bin fertig mit ihm. Positive Affirmation: Ich bin gut, wie ich bin. Ich kann mich auf mich verlassen. Ich werde einen guten Menschen finden, der zu mir passt. Sage dir das jeden Tag, nicht einfach mal so bla bla bla, sondern hämmer dir das in den Kopf an. Ins Unterbewusstsein muss das auch gehen. Habe ich auch gemacht. Sag dir, ich bin selbstbewusst und stark. Und wenn du mal auf eine Behörde gehst, auch dann hilft dir das. Ja? Du hast vielleicht Muffensausen, aber irgendwann, wenn das im Kopf ist, dann gehst du dahin, dann stehst du da und dann bumm, hämmert's raus. Ich bin selbstbewusst und stark. Du stehst ganz anders da. Du hast ein ganz anderes Bild. Du strahlst das aus. Ja? Das muss einbrennen ins Unterbewusstsein. Also nur das Sagen, ich bin selbstbewusst, bringt dich nicht weiter. Sag dir das jeden Tag mit vollem Bewusstsein. Lächle dich im Spiegel an. Ja, es ist so, wenn du hier Muskel bewegst, dann sagt das deinem Gehirn: Oh, da muss was lustig sein. Also gute Laune ist angesagt. Das ist kein Quatsch. Hört sich doof an, ist aber so. Grinse dich im Spiegel an und mach hier richtig. Okay, es gibt natürlich noch viel mehr an dir zu arbeiten, aber das gehört ins Coaching, das mache ich, aber das wird hier den Rahmen sprengen, kann man nicht in 10 Minuten erklären. Aber das sind so die ersten Erste-Hilfe-Maßnahmen, die du selbst ergreifen solltest. Außerdem setze dir neue Ziele und Aufgaben. Geh ins Gym, lerne neue Dinge. Setz dir kein großes Ziel, dann wirst du enttäuscht sein, wenn du es nicht erreichst, schlecht für deinen Selbstwert, sondern zunächst kleine Ziele, die du erreichst. Das motiviert und ist wiederum gut für den Aufbau deines Selbstwertes, der jetzt ziemlich unten im Keller ist, nach der Trennung. Wenn du schwermütige Gedanken hast, die gute alte Beschäftigungstherapie hilft. Runter vom Sofa, mach was. Gartenhaushalt. Freunde reaktivieren, denn der Narzisst hat ja in der Beziehung versucht, dich zu isolieren. Ruf sie an, frag, ob sie was mit dir machen, Pizza essen, was weiß ich. Wenn 5 beleidigt ab sein, eine geht mit. Wenn du mit einem Narzissten zusammen warst und deren Verhalten kennst, wirst du einige weitere narzisstische Menschen in deinem Umfeld erkennen.
Ist so, ging mir auch so. Meide sie, umgib dich künftig mit positiven Menschen. Sei selbst positiv, auch wenn es schwer fällt. Denn was wir ausstrahlen, das bekommen wir zurück. Erinnere dich an Dinge, die du gut gemacht hast. Erfreue dich erneut daran, wenn dir aktuell nichts Positives an dir einfällt. Das können auch Ereignisse aus der Schulzeit sein. Spielt keine Rolle. Oder im Job. Wenn du denkst, du schaffst nichts ohne ihn, dann denke daran, dass du es vor dem Narzisst auch geschafft hast. Er ist ein Bremsklotz in deinem Leben. Er lebt in seiner Illusion. Du solltest in der echten Welt leben. Ihm gefällt das Vagabundenleben. Dir? Er wird sich niemals ändern, weil er es nicht kann. Es ist eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung. Du musst das verstehen. Aber du kannst dich doch ändern. Du hast jetzt die beste Chance dazu, ein starker Mensch zu werden. Aus bewältigten Krisen geht man stärker hervor, als man je war, wenn man sie angeht. Sieh es also als Chance, dich zu beweisen. Falls du Kinder hast, denke an die Kinder, beweise ihnen, wie stark ein Mensch sein kann. Der Narzisst hat dich runtergezogen und klein gemacht. Aufstehen musst du alleine. Falls du das nicht schaffst, kannst du gerne ein Erste-Hilfe-, Beratungsgespräch oder ein Coaching mit mir vereinbaren. Ganz egal, es liegt jetzt an dir, aufzustehen und ein besserer Mensch zu werden, als du je warst. Du wirst künftig Grenzen setzen und diese Clowns hoffentlich nie wieder in dein Leben ziehen. Viel Kraft und viel Erfolg.